Herzlich willkommen zu Minecraft Teil 32. Letzte Folge haben wir eine Höhle gefunden. Und zwar als wir, also nachdem wir mit dem Boot durch die Gegend gefahren sind. Und jetzt gucke ich nach, dass ich hier ein bisschen Sachen farmen kann. Ne? Ich brauche noch Eisen für meine Zugtrasse. Oh Gott, es ist wieder dunkel wie Scheiße hier. Es ist vor allem schwierig mit der Dunkelheit, wenn wenn mein Fenster hinten offen ist und ich eigentlich nichts sehen kann. Aber mir ist gerade aufgefallen, also eine Sache, die mir davor nie aufgefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt neu ist oder ob ich einfach nicht aufgepasst habe, aber ich habe das Gefühl, dass Eisen ein bisschen häufiger vorkommt. Entweder das oder ich habe einfach Glück. Könnte natürlich auch sein. Jetzt habe ich natürlich wieder Brezel vergessen mit der Musik im Hintergrund, wenn hier die Minecraft-Musik ausgeht. Oder ich mache irgendwann mal einfach eine Minecraft-Playliste, ne? Weil ich meine, Copyright gesichert ist es, glaube ich, eh nicht. Hoffe ich zumindest. Nee, natürlich nicht, sonst hätte ich ja schon längst einen Strike gekriegt. Ja, das ist jetzt schlecht. Ja. Gucken. Ah ja, hier war ich ja schon mal, ne? Irgendwas rumlatschen. Ah ja, du bist es. Kohle kann ich auch gut gebrauchen, ne? Kann man ja immer gut verbrennen. Ah, verfluchte Scheiße. Ja, Skelette werde ich auf ewig gruselig finden. Ja, Ledermaus. Boah, manchmal echt. Haben wir hier noch was? Nein. Das ist natürlich ungünstig, weil ich normalerweise die Gegend markiere, in die ich hier schon war. Das zeige ich euch gleich, wie ich das nochmal mache. Ich meine, das habe ich jetzt. Also für euch wird das ja nachher, ja, Stück für Stück ja immer nachgereicht. Die Videos. Ich weiß, ich bin im Gegensatz zu anderen YouTubern nicht besonders, zeitaffin. Aber ich lade die halt hoch, wenn ich halt Zeit kann oder Zeit habe oder Zeit oder kann oder will. Ja, das ist halt immer ein Problem, das mit dem Wollen. Können ist ja kein Problem. Für ein Video brauche ich was, 5 Minuten. Aber dann muss ich hochladen und dann kann ich in der Zwischenzeit nichts anderes spielen. Ich kann nichts machen, ich kann kein Online-Game zocken. Ist halt immer ein bisschen blöd. Und ich weiß ja auch von anderen YouTubern, dass es eigentlich tatsächlich so ist, dass mit zunehmender Zeit man irgendwie nicht mehr so richtig spielt für sich selbst, sondern eher für die anderen. Das würde ich gern vermeiden. Okay, das habe ich ausgekundschaftet. Zack, zack, zack. Und eins hier drauf. Okay, da geht's runter, aber hier ist oben ein Weg, aber das brauche ich jetzt nicht. So, hier bin ich auch gewesen. Gut. Kohle kann ich immer gut gebrauchen.
Mobs spawnen. Ah, verflucht. Immer das mit dem Gift, ne? Das erwischt mich aber jedes Mal. Geh bitte mal kaputt langsam. Wenn irgendwas auftaucht. Kann ich es überhaupt kaputt machen? Ja. Wir sind keine Spinnen mehr. Oh! Ah. Hey Hund. Ach, jetzt habe ich natürlich die Karte nicht mehr. Mit den scheiß Creeper habe ich da unten aber echt gar nicht gerechnet. Oh Mann. Die Operation Eisenfarmen war wohl ein Fehlschlag. Scheiße. Ach Gott. Alles verloren. Also ich meine, ja, nicht buchstäblich alles. Ich habe ja noch ein paar Sachen, aber... Aber naja. Ach Mann. Ach, das ist ätzend. Das ist ätzend. Das habe ich davon, dass ich kein Schild dabei hatte. Ich habe den vor allem auch nicht gesehen. Ich habe den echt nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der war. Tatsache ist, er hat mich in die Luft gesprengt. Das war halt mega schlecht. Weißt du was, ich mache mich mal weiter ans Farmen. Ich glaube, das kann ich besser. Kühe haben wir da. Wie fütter ich Kühe nochmal? Ah ja, mit Stroh, ne? Das, was ich gar nicht mehr habe. Ja, krass. Ich habe keinen Stroh mehr. Das, nee, das kann nicht sein. Echt, ich habe keinen Strom mehr? Okay. Den Dings habe ich auch nicht. Nee. Na, wie heißt denn das? So ein Ding. Wie heißt denn das? Spitzhacke? Nee, keine Spitzhacke. Das andere. Eine Hake? Ich glaube, das ist eine Hake, die ich brauche. Ist das die Hake? Hake. Eisenhake. Genau. Warte mal, ich geh mal lieber pennen. Bevor irgendwelche Viecher spawnen. Hey Doc. Ich hab vergessen, wie ich den genannt habe. Habe ich den überhaupt genannt? Ich glaube nicht, oder? Ne, habe ich nicht. Der sitzt da aber schon seit Anfang an drinnen. Der bleibt auch da das sitzen. Das soll ich dann aufpassen. Geil. Deine Rüstung, der brennt ja gar nicht. Ist das normal? Ich finde es schade, dass die meisten Mobs tatsächlich nicht die Rüstung droppen, die sie auch dabei haben. Also zu 100%. Aber man könnte sich eigentlich auch so... Du Arschloch, du. Man könnte es ja auch so erklären, dass ich ja im Kampf dann dem seine Rüstung zerstört habe. Ah, super. Stirb.
Ups, das wollte ich nicht. Karotten brauche ich nämlich tatsächlich nicht. La 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 la, ich bin ein Bauer ohne Traktor. Mein Leben ist beschissen als Bauer ohne Traktor. Weil ich zu lange dafür brauche, ja. Ach, warte mal, ich hätte ja so ein Wassersystem bauen können, ne? Fällt mir gerade ein. Naja, ist egal. Ich mach das auch gern per Hand tatsächlich. Also ich persönlich mach das gern per Hand. Oh, mein PC kommt kaum noch hinterher. So. Da wächst schon das erste Grashalmchen nach. Meine Fresse. Sorry. Ich hoffe, das wird nicht zu laut, wenn ich niese. Das weiß ich gar nicht. Ich müsste aber eigentlich eine Noise... eine Noise Gate drin haben. Das heißt, wenn ich irgendwann zu laut werde... Nee, nicht eine Noise Gate, einen Kompressor. Das heißt, wenn ich irgendwann zu laut werde, müsste er eigentlich automatisch die Lautstärke wieder runterschrauben. Ob das funktioniert, ist halt die andere Frage. Ich hoffe mal ja. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das nachprüfen soll. Ich müsste, glaube ich, die Hälfte gerade gemacht haben, wenn ich nicht... Oh, ne, doch nicht mehr. Fast fertig wieder. Aber ich glaube, die hatte eigentlich nichts Wichtiges... Ja, doch, die Karten waren doch ganz praktisch. Die waren wirklich sehr praktisch. Aber ich meine, ich weiß ja, wie ich zum Dorf komme. Das heißt einfach Zug fahren. So, das ist erledigt. Wie viel habe ich denn? Ja, einiges gesammelt, ne? Genau, ich wechsle Weizen mit Weizen aus. Mein Gott, bin ich schlau. So. Dann machen jetzt die süßen Kühe da noch ein bisschen Liebe. Die haben es gleich, ne? Ein bisschen Stroh essen und schon wollen die miteinander.
Die Schweine. Ich finde es aber doof, dass sie das so nicht fressen. Das wäre nämlich cool für ein automatisiertes Ausspuckgerät tatsächlich. Ich glaube, eines der Kühe wird einsam sterben. Bräuchte noch ein weißes. Hallo, hier. Komm, komm. Ah, Mist. So kriege ich Schweine essen, das. So, haut's hin. Yep. So viele schwarze Schafe will ich gar nicht haben. Die brauchen Beete, glaube ich. Gut, von den Schweinchen habe ich jetzt nicht so viel. Habe ich nur Lammkeulen. Schafe geben mir wenigstens Wolle und die Kühe geben mir Leder, was ich ja unbedingt brauche. Papier, Zucker brauche ich nicht. Kakteen habe ich vergessen, wofür die ich die brauche überhaupt. Und das ist eigentlich die erste Ausspuckmaschine. Die erste Hühnerfarm, die ich halt dann doch fallen ließ. Damit ich da das Scheitere machen kann. Komm her. So, wie sieht's bei den Hühnern aus? Ich hau mal da die Hühnereier wieder rein. Ich habe echt verdammt viele Hühnereier, das ist heftig. So. Oh, meine Fresse. Hier habe ich einiges zu suchen. So, dann machen die ordentlich Eier. Oh, den habe ich gekillt. Ups. So, und den Rest schmeiße ich rein. Dann kann ich die wieder ausschlachten. Zack, zack, bum, bum. Ist gar nicht aufgefallen, dass er da dem Austag hinterher geht. Der verschießt aber ganz schön, ne? Am Ende treffe ich mich noch mit der eigenen Eimaschine. Ach, geht ja gar nicht.
Ey, die haben aber die Genauigkeit schon erhöht, halt die Ungenauigkeit schon krass erhöht, ne? Ich weiß noch, das knallt jemand dagegen. Aber weißt du was, das stört mich gar nicht. Sag mal, schlüpfen die überhaupt noch? Ja, doch, die schlüpfen noch. Gut. Das darf weiter so machen. Ich gucke mal kurz nach, was oben war oder oben ist. Eigentlich nichts gebaut, ne? Genau, nichts gespawnt. Weiß nur nicht, wie ich da oben da was draus machen kann. Ich könnte halt wie heißt das? Kreislauf machen. Stromkreislauf, aber weiß nicht. Da muss ich auch noch fertig bauen. Ich habe eigentlich noch so viel zu erledigen hier. Und was mache ich? Auf der Suche nach Eisen verrecke ich ganz elendig, ne? Super. Das Haus habe ich hier auch noch nicht fertig gebaut. Ich bin schon bei Folge 31 und ich baue immer noch mit Holz. So, Essen ist wichtig. Ah, jetzt habe ich natürlich die ganzen Gegenstände im anderen Dings vergessen. Nehmen wir da ein Stack mit. Mein Pool. So. Und dann würde ich hier mal. Ne, warte mal, ne, würde ich nicht. Noch nicht. Wartet einen Moment. Kann ich noch reinschmeißen. Wer weiß was, die Zeit, die kann ich mal hier lassen. Das ist zum Füttern. Du schießt jetzt immer noch, halt echt. Ach, so geht's auch? Einfach gedrückt halten, das ist ja geil. Das kannte ich gar nicht. Ich will nur wissen, ob die überhaupt einen Zweck erfüllen. Machen die was eigentlich, wenn ich da jetzt die Dinger hier verschieße? Ja, ein bisschen EP schaltet auch nicht, stimmt. Soll er mal hierher kommen, damit ihr nicht erschossen werdet? Hey, nicht aufhören, Küken. Du kommst nicht zurück. So, gut. Sieht doch ganz nett aus. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wie immer. Das gleiche brauche ich jetzt nicht wieder zu wiederholen. Ihr wisst schon Bescheid, wenn ihr mir länger zuguckt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Bye, bye.